Herzlich willkommen zu unserem Buchhalternetzwerk-Webinar. Ich bin Dirk Natschke. Einige persönliche Daten sehen Sie auf der ersten Seite und wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Neue Mandanten gewinnen, kostenfrei über persönliche Empfehlungen, über das Internet zum Beispiel über kostenfreie Google-Anzeigen, mit dem Buchhalternetzwerk über die Buchhaltersuchmaschine, die nach dem Prinzip einer Hotelsuchmaschine funktioniert. Zweiter Punkt, über Zusatzleistungen Mehreinnahmen generieren. Wir schauen uns dazu einmal an, einen Kostenvergleich, wenn ein Unternehmer in Zukunft mit oder ohne Papier arbeitet. Zahlungsverkehr fünfmal schneller erledigen. Mit FibuLive Online direkt beim Mandanten arbeiten. Nicht für alle interessant, aber für die, die beim Mandant bestimmte Arbeiten ausführen, kann das eine sehr sinnvolle Ergänzung sein. Den Firmenwert beim Verkauf der eigenen Firma enorm steigern. Wahrscheinlich auch nicht für jeden heute und morgen ein Thema, aber wenn es denn dann soweit ist, kann man sich gut darauf vorbereiten. Dritter Punkt, aus C-Mandanten B- oder sogar A-Mandanten machen. Durch Digitalisierung schneller und einfacher arbeiten, mit dem Zusatztool FibuLite die papierlose und texterkannte Belege bei Mandanten erfassen lassen und die Frage, für welche Unternehmer ist dieses Produkt überhaupt geeignet und wie geschieht die Umstellung darauf? Ja, beginnen wir mit dem ersten Thema und der nächsten Seite. Wir haben eine Umfrage, die Folgendes aussagt. Woher bekommen Buchhalter neue Mandanten? 25% der befragten Buchhalter meinen, Sie haben schon mal einen neuen Kunden durch Branchenverzeichnisse, zum Beispiel gelbe Seiten bekommen. Ähnlich sieht es bei Social Media Netzwerken aus, wie Xing, Facebook. Durch eigene Anzeigen sind schon mal 29% der Buchhalter zu neuen Mandanten gekommen. Hier ist natürlich die Qualität entscheidend, wie gut der Erfolg ist. Die eigene Homepage schon viel interessanter, 41%. Und das Wichtigste, Mandanten empfehlen mich weiter. Eine sehr schöne Geschichte, weil es kostet sie eigentlich kein Geld und sie müssen dann lediglich warten, bis sie drauf angesprochen werden. Schauen wir uns den letzten Punkt, die Weiterempfehlung, einmal näher an. Weiterempfehlung, wie mache ich das am besten? Wie hole ich am meisten daraus heraus? Haben Sie schon selbst Erfahrungen mit Weiterempfehlungen gemacht? Wie sahen die aus? Positiv, negativ, was haben Sie vielleicht besser machen können, wie kamen die Leute zu Ihnen? Wenn Sie heute selbst eine Dienstleistung oder ein Produkt empfohlen bekommen, was tun Sie dann vermutlich als erstes? Man schaut im Internet nach, man schaut auf die Webseite des jeweiligen Anbieters und guckt, ob man dahin Vertrauen haben möchte oder ob es vielleicht Alternativanbieter gibt, die einem besser gefallen. Das heißt, auch wenn man Kundenempfehlungen bekommt. Die eigene attraktive Homepage ist absolut entscheidend für die Kontaktaufnahme. Es gibt viele Seiten, die veraltet sind, leider, oder auch falsche oder veraltete Inhalte beinhalten und auch optisch nicht ganz so ansprechend sind. Wir haben eine Musterseite erstellt, wie Sie heute noch Ihre Seite sehen könnten. Wir schauen uns die einmal gemeinsam an und Sie schauen einfach mal und lassen auf sich wirken, wie diese Präsenz auf Sie wirkt und inwieweit Sie Interesse hätten, mit diesem Anbieter Kontakt aufzunehmen, wenn Sie denn den Bedarf hätten. Da oben stehen einige Stichwörter, einige Sätze, die Interesse wecken sollen. Dann darunter eine persönliche Vorstellung über den jeweiligen Buchhalter. Diese Texte kann man selbst verfassen und verändern. Die Beschreibung des Unternehmens, die Leistungen, dann die angebotenen Buchhalter-Software, mit dem man zusammenarbeitet, wo man Mitglied ist und so weiter und so weiter. Hier eine schöne Rubrik, die eigenen Fotos. Das weckt immer ein bisschen Vertrauen, wenn man Fotos von dem sieht, was man vielleicht dann buchen möchte, mit dem man zusammenarbeiten möchte. Es gibt einen Preisrechner auf der eigenen Homepage, das heißt, der Interessent kann sich hier einfach mal einen Preis selber berechnen, einen Anhaltspreis selber berechnen und dann gegebenenfalls auf Sie zukommen. Und
Es gibt eine weitere Rubrik papierlose Arbeitsweise. Nicht für jeden wahrscheinlich heute interessant, aber auf alle Fälle zukünftig interessant. Hier kann man sich informieren, welche Vorteile hat man bei der papierlosen Buchhaltung. Das ist relativ umfangreich gemacht und bietet sehr viel Informationen und sollte auch einiges an Interesse wecken, weil hier unterscheiden sie sich dann auch von anderen Webseiten. Eine Anfahrtskizze, wo man sie finden kann und dann die Kontaktaufnahme für den Fall, jemand möchte sie über das Internet kontaktieren. Kommen wir zurück zur eigentlichen Präsentation. Die nächste Seite. Wie präsentiert man sich im Internet und bei Google am besten? Sie sehen hier ein Google-Ergebnis, was kommt, wenn man Buchhalter Berlin eingibt. Sie sehen hier einige Anzeigen mit dem grünen Haken davor. Das sind Anzeigen, die können Sie kaufen bei Google. Das heißt, Sie buchen sich ein und jeder Klick auf diesen Link kostet zwischen 50 Cent und 3 Euro, je nachdem, wo man die Werbung macht. Das heißt, Sie bekommen einen Interessent auf Ihrer Webseite. Das heißt noch lange nicht, dass der dann bei Ihnen auch Kunde wird. Eine teilweise sehr teure Werbemaßnahme, aber trotzdem sehen Sie, die wird gebucht. Und wenn sie gebucht wird, bringt sie auch im Endeffekt etwas. Sonst würde es ja nicht funktionieren bei Google. Viel interessanter ist die kostenfreie Darstellung in dem Bereich. Die sieht auch viel schöner aus mit Landkarte und Anfahrt. Und hier ist es so, dass Sie diese kostenfreien Anzeigen lokal buchen oder sich einstellen können bei Google. Allerdings ist es hier so, dass der zuerst kommt, auch zuerst malt. Also das heißt, wenn schon einige vor Ihnen da waren, dann kommen Sie da hinten reingestellt und wenn Sie noch keinen aus Ihrer Umgebung haben in dem Bereich oder nur wenige, dann kommen Sie in eine sehr gute Position und werden dann kostenfrei langfristig bei Google gefunden. Wie es genau funktioniert, im späteren Verlauf noch einmal. Nächste Seite. Dritte Variante der Werbung ist unsere Suchmaschine, weil die nämlich viel mehr Möglichkeiten gibt, dem Unternehmer, dem Interessenten, den richtigen Buchhalter zu finden. Für Sie bedeutet das genauso, wie bekomme ich genau die Mandanten, die ich will. Nicht alle Mandanten wollen zu Ihnen und Sie wollen auch nicht alle Mandanten. Und die Möglichkeit der Selektion ist eine ganz wichtige Geschichte und so kann man ja beide Seiten perfekt zusammenführen. Wie das funktioniert, kann man im Admin-Bereich dann einstellen, kommen wir später dazu. Wie kann ich meine Vergütung für meine Leistung ganz einfach ermitteln? Für jeden wahrscheinlich immer das Problem bei einem neuen Mandanten, welchen Preis berechne ich. Viele machen das aus dem Bauch heraus, aber es gibt einen eigenen Preisrechner, den man zur Orientierung nutzen kann. Und wir haben auch eine sehr interessante Einstellung in unserem Admin-Bereich eingebaut. Sie können Ihre Leistungen eingeben in eine Art Fragemaske und daraus kommt dann ein Richtpreis, den Sie zur weiteren Bearbeitung nutzen können. Nächster Punkt. Schauen wir uns mal an, was eine Buchhaltung mit oder ohne Papier eigentlich kostet. Auf 10 Jahre Aufbewahrungspflicht gesehen kommen da einige Kosten zustande. Ohne auf die Zahlen jetzt näher eingehen zu wollen, wir schauen uns nur das Ergebnis an und die Grundlage der Berechnung. Wir haben ein Unternehmen mit 150 Belegen pro Monat herausgesucht. Wir haben standardmäßige Zeiten und Kosten darin hinterlegt und Sie werden es kaum glauben, was Sie sehen. Monatlich spart der in Zukunft papierlos arbeitet, 220 Euro an Buchhaltungskosten bzw. Kosten für die Buchhaltung, alles zusammengenommen. Wie das zustande kommt, können Sie selbst mit Ihren eigenen Zahlen auch nochmal nachkontrollieren, noch nachberechnen auf dieser Seite. Sie bekommen die dann später nochmal per E-Mail auch mitgeteilt. Ja, nehmen Sie es einfach mit. Wer mit Papier in Zukunft arbeitet, wird automatisch mehr Geld bezahlen müssen. Nächste Seite, Zahlungsverkehr, fünfmal schneller erledigen. Wir haben einmal nachgerechnet, wie lange man eine Überweisung braucht mit unserem System. Schauen wir die einzelnen Schritte einmal an. Sie scannen eine Rechnung oder importieren diese aus einem E-Mail-Programm. Das heißt, der Beleg muss papierlos vorliegen als PDF-Datei üblicherweise. Das Hochladen ins System mit allem drum und dran dauert ungefähr 10 Sekunden. Die Kontrolle der bestätigten oder die Kontrolle der erkannten Rechnungsdaten und die Bestätigung daraus
dauert etwa 15 Sekunden. Das System erkennt alle relevanten Rechnungsdaten, macht sogar Split-Buchungen automatisch daraus, erkennt Skonto und Zahlungsziel und so weiter und kann dann von ihm nochmal kontrolliert bestätigt werden und dieser Vorgang dauert etwa 15 Sekunden. Das Banking-Programm aufrufen und die Zahlung ausführen dauert ungefähr 8 Sekunden. Die bezahlte Rechnung der Buchung zuordnen und auch die Verbuchung des Beleges dauert etwa 5 Sekunden, nämlich deswegen, weil das automatisch funktioniert, zumindest in 95% aller Fälle. Weitere Funktionen sind, Sie brauchen keine Papierbelege mehr. Das heißt, Sie können nach diesem Vorgang eigentlich Papierbelege entsorgen oder zumindest nur übereinander stapeln, dazu auch noch später mehr. Das System lernt selbstständig Buchungskonten und ihre Arbeitsweise. Eine offene Postenliste ist ebenfalls enthalten, nämlich das, was auf dem Konto reinkommt, wird automatisch mit Ihren Ausgangsrechnungen abgeglichen und der Zahlungseingang wird dann auch gemeldet. Und das Schöne ist, alle diese vorbereiteten Daten können in Ihre eigene Buchhaltungssoftware übernommen werden. Das heißt, das ist nur ein Zusatztool zur Belegerfassung bei der Arbeit des Mandanten beim Unternehmer oder auch wenn Sie selbst ausführen würden den Zahlungsverkehr und hat nichts mit Ihrer eigentlichen Buchhaltungssoftware zu tun und verändert diese auch nicht. Ja, schauen wir mal an, welche Möglichkeiten es gibt, wenn Sie beim Mandanten arbeiten und bestimmte Arbeiten vor Ort ausführen. Auch das macht ja der ein oder andere, wahrscheinlich nicht für alle interessant, deswegen auch ganz kurz gehalten nur. Der mögliche Arbeitsablauf mit der Vollversion, also FIBU Live Online, könnte so aussehen. Sie erfassen alle Belege vor Ort und führen den gesamten Zahlungsverkehr aus. Das heißt, für den Mandanten, auch für Sie, eine enorme Zeitersparnis mit dem System, weil alle Vorgänge sehr, sehr effektiv gestrickt sind. Sie bearbeiten beliebige Vorgänge weiter in Ihrem Büro. Es ist ein Online-System, das heißt, Sie können jederzeit von überall drauf zugreifen. Auch Ihr Mandant hat jederzeit Zugriff auf alle seine Vorgänge, alle seine Belege. Und das Suchen von Rechnungsbelegen gehört auch dann der Vergangenheit an, weil der Mandant über das System jederzeit Zugriff auf alles hat, was jemals in der Buchhaltung eingestellt wurde. Beispiel, er sucht eine Rechnung von einem Drucker, der gerade kaputt gegangen ist. Dann könnte man den Typ des Druckers oder das Wort Drucker eintragen und er sucht alle Belege raus, wo dieses Wort darin vorkommt. Der Import in Ihr System, Ihr eigenes Buchhaltungssystem, kann dann in regelmäßigen Abständen erfolgen zur weiteren Verarbeitung. Datensicherung, auch eine schöne Geschichte. Stellen Sie sich vor, im schlimmsten Fall Ihr Büro, es bricht ein Brand aus, werden viele Sachen zerstört oder auch beim Unternehmer entsteht ein Feuer und Unterlagen werden vernichtet. All das ist kein Problem mehr, weil die Daten werden nochmal extern auf sichere Weise gesichert. Für Sie bedeutet das, Sie sparen mindestens 40% der jetzigen Zeit ein, die Sie für Ihre Buchhaltung benötigen oder bei der Arbeit des Mandanten. Und damit verdoppelt sich theoretisch Ihr Lohn. Und der Mandant spart selbst durch die papierlose Buchhaltung Kosten für Papier, Drucker, Ordner, Aufbewahrung und Arbeitszeit. Das sind Riesenvorteile, die sich hieraus ergeben. Nächster Punkt, Firmenwert, wenn Sie Ihre Firma aufgeben oder verkaufen wollen, dann hängt ja dieser Wert von verschiedenen Kriterien ab. Mal angenommen, man findet einen Nachfolger, dann wird sich der Firmenwert wahrscheinlich belaufen oder berechnen, wie viele Mandanten haben Sie, vielleicht auch welche Qualität haben die Mandanten, wie viele Mandanten bleiben nach dem Verkauf erhalten, auch das ist ja eine wichtige Sache des Vertrauens vor allen Dingen, und welche Kosten entstehen bei der Übernahme für den Käufer, bei der Einarbeitung in das System oder bei der Anlage der Mandanten. Und nun stellen Sie sich vor, Sie haben einen Admin-Zugang für alle Ihre Mandanten, der alle Belege, Absprachen und Buchungen tagesaktuell anzeigt. Dieser Zugang kann vom neuen Inhaber direkt weiter genutzt werden. Außerdem können Sie in der Umstellungszeit direkt behilflich sein, da es ein Online-System ist. Beide können darauf zugreifen und können dann in der Übergangszeit auch notfalls Hilfestellung geben. Ja, die Fragen, die sich da auftun, können Sie selbst beantworten. Vereinfacht dies eventuell den Verkauf? Findet man schneller einen Nachfolger? Erhöht das vielleicht die erreichbare Ablösesumme? Das Wichtigste eigentlich, wie ist der Umstieg für Ihre Mandanten? Wie fühlen Sie sich dabei? Müssen Sie viele, viele neue Sachen beachten oder wird es damit sehr angenehm?
Wird die Mandantenübernahme für den Verkäufer angenehmer ablaufen? Auch das ist ja eine wichtige Sache, weil wenn er sehr viel Arbeit hat, die Prozesse erstmal zu lernen und sich einzuarbeiten, dann wird ihn das auch von der Übernahme vielleicht abhalten. Gut, nächste Folie. Wichtigstes Thema vielleicht, wie mache ich aus C-Mandanten B- oder sogar A-Mandanten? Was macht eigentlich jemand zu einem unlukrativen Mandant? Wir haben einige Sachen zusammengestellt. Zu spätes, unzuverlässiges oder unvollständiges Bereitstellen von Unterlagen. Wir kennen das, einen Tag vorher kommen alle Unterlagen und der Umsatzsteuertermin ist dann kurz vor der Tür. Komplizierte Buchungsvorgänge, zum Beispiel viele Rechnungen mit Privatanteil, die sehr aufwendig gebucht werden müssen. Viele Belege mit kleinen Beiträgen, das heißt wenig Umsatz, aber enorm viel Aufwand. Schlechte Belegqualität, abgenutzte Bewirtungs- oder Tankbelege, die sie dann zur Bearbeitung bekommen, wo man dann kaum was drauf erkennen kann. Ständig Anrufe, wie ich brauche mal bitte schnell die Rechnung von dem Drucker, der kaputt gegangen ist. Suchen Sie die bitte mal schnell raus, die Unterlagen liegen bei Ihnen. Ja, wenn es denn nun eine Zusatzsoftware für die Belegerfassung gäbe, welche diese Probleme weitgehend beseitigt, wären dann einige Ihrer Mandanten bereit, ihre Belege zu scannen, statt diese in Ordnung zu hängen? Und würden Sie auch sagen, dass das eine sinnvolle Ergänzung ist, wo man viel effektiver arbeiten kann, wenn es eine derartige Zusatzsoftware gäbe? Das Zusatztool heißt Fibulite für den Mandanten. Was ändert sich denn dann bei ihm eigentlich? Bisher wurden Belege oder Arbeitsprozesse unterschiedlich bewerkstelligt. Jetzt ist es einheitlich. Das heißt, der Mandant würde Rechnungen, die er bekommt, beim Öffnen scannen. Das heißt, Belege werden in dem Moment erfasst, wo sie entstehen. Entweder werden die gescannt oder wenn sie per E-Mail reinkommen, werden sie diese PDF-Datei, die hinten dran hängt, mit einem Klick in die Fibulite-Software übermittelt. Das ist das Einzige, was zu tun ist. Scannen und dann mit einem Klick über die Maus in die Fibulite übermitteln. Welche Vorteile ergeben sich daraus? Während des Übermittels werden dann die Belege im Hintergrund Text erkannt. Das heißt, alle relevanten Rechnungsdaten müssen lediglich kontrolliert und bestätigt werden. Überweisungen werden mit einem weiteren Klick betätigt, das was wir vorhin gerade kurz angesprochen haben. Alle relevanten Zahlungsdaten werden auch korrekt aus den Rechnungen erkannt. Skonto, Verwendungszweck, IBAN und so weiter. Bankumsätze werden von allen Konten, die der Unternehmer hat, direkt importiert. Das heißt, ein extra Banking-Programm ist eigentlich nicht mehr notwendig, macht alles diese Software. Einfacher geht's nicht. Und alle Daten stehen dann zum Import in ihr eigenes System bereit. Offene Postenliste wird automatisch gepflegt. Das heißt, durch das Abholen der Kontoumsätze kann man ja stündlich, wenn man das möchte, eingehende Zahlungen erkennen und das System meldet diese dann auch. Welche Mandanten kommen dafür in Frage? Sie haben bestimmt in Ihrem Kopf schon den einen oder anderen, den das interessieren könnte. Wir könnten ihm noch ein Stück dabei helfen. Machen Sie einfach mit dem Mandanten einen Schnellcheck, ob er sich dafür eignet. Wir haben auf der Homepage da einen kleinen Check mit 7 Fragen vorbereitet. Das können Sie mit Ihrem Mandanten mal durchspielen, um einfach herauszufinden, wie er eingestellt ist zum papierlosen Büro oder Buchhaltung. Wenn denn der Mandant dafür in Frage kommt, soll natürlich die Umstellung so einfach und angenehm wie möglich verlaufen. Unser Vorschlag wäre, Sie wählen einige geeignete Mandanten aus und verschicken vorgefertigte Einladungen per Post oder per E-Mail zu einem Webinar. Wir kümmern uns um alle weiteren Sachen. Wir kümmern uns um die Einarbeitung Ihres Mandanten und stehen bei Supportanfragen zur Verfügung. Das heißt, Sie haben damit eigentlich nichts zu tun. Wir machen dann den gesamten Teil der Einarbeitung des Supportes und Sie dürfen die Früchte tragen, ernten. Die Kosten, die dabei entstehen, die können Sie entweder selbst tragen oder der Mandant entrichtet diese an uns. Auch diesen Verkaufsprozess würden wir dann mit übernehmen. Ja, die Zusammenfassung.
lieber selbst werben oder ein Marketingpaket beim Buchhalternetzwerk buchen und nutzen. Etwas tun oder alles so belassen? Fassen wir noch einmal zusammen. Was bringt mir das eigentlich? Sie erhalten von uns eine Firmenpräsentation in der Buchhaltersuchmaschine, die wir vorhin gesehen haben, über die Sie genau die neuen lukrativen Mandanten erhalten, die Sie sich vorstellen. Optional dazu gibt es für die Mandanten die papierlose Belegauffassung FIBU Lite. Damit kann man schneller und effektiver arbeiten, Zeit gewinnen und der Mandant wird ein ganzes Stück lukrativer dadurch. Optional den Einsatz der Vollversion FIBU Lite für das Arbeiten vor Ort. Einen Preisschnellrechner für Interessenten. Das heißt, auch wenn Sie eine Homepage haben und die noch ein Stück verbessern wollen, können Sie diesen Preisrechner einfach kostenlos integrieren. Bestmögliche kostenfreie Positionierung Ihrer Firma bei Google in der lokalen Suche. In der zukünftigen App Buchhalter suchen sind Sie ohne Mehrkosten zu finden. Also den gesamten Smartphone- und Tabletmarkt hätten Sie auch da suchtechnisch mit abgedeckt. Mehr aus Ihren Empfehlungen machen, vielleicht das Wichtigste an dieser Stelle, mit einer vom BDH geprüften, attraktiven und modernen Homepage, dem wichtigsten Instrument zur Neukundengewinnung. Dieses ganze Produkt bekommen Sie dann im Preis mit enthalten und die Einrichtungszeit der ganzen Homepage dauert 1 bis 2 Stunden. Sie sparen sogar die derzeitigen Kosten für Ihre Homepage, wenn Sie denn welche haben. Und wir können die Domain mit übernehmen und dann entstehen auch Ihnen keine weiteren Kosten. Wir investieren 66% unserer Einnahmen direkt wieder in Werbung und Marketing, um unsere Suchmaschine, unser Netzwerk bei Existenzgründern und Unternehmen bekannt zu machen. Ja, das Buchhalter-Marketing- und Effizienzpaket, wie wir es nennen, wie geht es nun weiter? Wir möchten so schnell wie möglich mit unserer Suchmaschine alle Postleitzahlgebiete abdecken. Das heißt, in Ihrem Postfach finden Sie jetzt ein E-Mail mit einem personalisierten Link zur Anmeldung. Nach der Anmeldung erhalten Sie einen Fahrplan mit den nächsten möglichen Schritten. Ob Sie diese Haltestellen des Fahrplans mitmachen und inwieweit Sie diese mitmachen, was Sie davon nutzen, bleibt komplett Ihnen überlassen. Aber Sie verlieren niemals die Übersicht, weil in diesem Fahrplan alle Möglichkeiten draufstehen. Wenn Sie diesen Link benutzen zur Anmeldung, erhalten Sie das Paket nicht für 19,90 Euro im Monat, sondern für 99 Euro im Jahr und das langfristig gesichert. Allerdings gibt's auch den Haken daran, wie gesagt, wir möchten die Postleitzahlgebiete so schnell wie möglich abdecken und deswegen seien Sie uns nicht böse, wir bauen auch ein kleines bisschen Druck auf, denn dieser Link ist nur bis heute Nacht 0 Uhr gültig. Und wenn Sie später sich dafür entscheiden, was Sie auch gern tun können, gelten die normalen Preise, die aber dann etwas teurer sind. Noch ein kleiner Hinweis zur Anmeldung. Wundern Sie sich bitte nicht, wir haben eine reine Online-Anmeldung. Es gibt von uns kein Papier. Warum auch? Wir sind ja für die papierlose Buchhaltung. Das heißt, Sie müssen die Anmeldedaten in die Webmaske eintragen. Auch Ihre IBAN muss dort eingetragen werden, weil diesen Preis können wir nur halten, indem wir das Geld von Ihrem Konto abbuchen, ohne groß Rechnungen erstellen zu müssen und wegzuschicken. Das wäre ja auch ein bisschen kontraproduktiv zu unserem Projekt. Ja. Sie wissen vielleicht, wenn Sie Geburtstag haben, dann wünscht man Ihnen oftmals viel Erfolg und Glück und Gesundheit. Aber Glück zu wünschen und Erfolg zu wünschen reicht nicht. Sie müssen etwas dafür tun. Investieren Sie mit uns in Ihre Zukunft. Ich würde mich freuen, Sie als Mitglied begrüßen zu dürfen und ich wünsche uns beiden viel Erfolg mit diesem Projekt und mit der papierlosen Buchhaltung für die nächsten Jahre. Schauen Sie in Ihrem E-Mail-Postfach nach, da ist der Link und ich würde mich besonders freuen, wenn wir uns wiedersehen im nächsten Webinar, dann wahrscheinlich zum Thema FIBU Lite, wie kann der Mandant die Belege papierlos erfassen. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.